Und so sprach Adanos zu seinen Brüdern: Nie mehr sollt ihr mein Land betreten. Ich habe eine Botschaft für Meister Iskarot. Er ist der Wächter des Schreins vor dem Kloster. Wenn du diesen Weg für mich gehst, kannst du deine Belohnung selber wählen. Ich mach's. Gut, dann nimm die Botschaft und wähle eine dieser Spruchrollen. Wenn du die Botschaft überbracht hast, werde ich dich angemessen entlohnen. Gib mir den Eispfeil. Gut. Dann mach dich nun auf den Weg zu Meister Iskarot. Ich bin bereit, mich dem Ring des Wassers anzuschließen. Dann hast du Lord Hagen deine Nachricht gebracht? Ja, aber er hat mich ins Minental geschickt, um einen Beweis für meine Worte zu bringen. Du musst entscheiden, was du als nächstes tun willst. Mir war nur wichtig, dass er die Nachricht erhalten hat. Jetzt liegt es an ihm, zu handeln oder auf deinen Beweis zu warten. Was dich betrifft, du hast bewiesen, dass du unverzichtbar für uns bist. Du sollst zu unseren Kindern gehören und in unserem Namen in die Welt hinausgehen, um Adanos Wille zu vollbringen. Ich übergebe dir deinen Ring des Wassers. Möge er dir dienen, deine Verbündeten zu finden und mit ihnen gemeinsam das Gleichgewicht dieser Welt zu erhalten. Du bist der erste Magier des Feuers, der zu unseren Kindern gehört. Darüber freue ich mich besonders. Adanos möge dich schützen. Geh nun hin und triff dich mit deinen Brüdern. Sie werden dich in der Taverne zur Toten Harpie erwarten und dich in unsere Gemeinschaft aufnehmen. Die Taverne wirst du kennen. Sie liegt auf dem Weg zu Onas Hof. Vergiss nicht, deinen Ring zu tragen, damit deine Brüder dich als einen der ihren erkennen. Zeig mir deine Ware. Das darfst du keinem erzählen. Er erzählt alles weiter. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Das ist ja schrecklich. Zeig mir deine Ware. Wer sagt denn sowas? Gute Reise, ehrwürdiger Magier. Hey! Das ist mal wieder typisch. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers. Klasse! Kann ich meinen Aquamarinring jetzt wieder haben? Gar nichts mehr. Klar, hier hast du ihn. Ich hoffe, er hat dir geholfen. Freut mich, dich in unseren Reihen zu wissen. Jetzt willst du sicher deine Ausrüstung haben. Gut, pass auf. Wir haben bald ein geheimes Treffen in Orlands Taverne. Komm, sobald du kannst, dorthin. Wir werden dir deine Ausrüstung dort aushändigen. Das ist doch kein Geheimnis. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Er erzählt alles weiter. Kann er nicht ewig so weitergehen? Wer sagt jetzt los? Zeig mir deine Karten. Du wirst in eurem Kloster keine besseren finden. Komm später noch mal wieder. Dann habe ich sicher wieder etwas Neues für dich. Man erzählt sich ja so einiges. Hey! Ich erzähle dir doch nichts Neues. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Ich weiß, warum die Paladine hier sind. Wirklich? Erzähl! Die Paladine sind hier, um das magische Erz aus dem Minental zu holen. Nicht, weil die Orks die Stadt angreifen wollen. Sobald sie das Erz haben, werden sie wieder zum Festland zurückkehren. Gut, wenn du noch mehr herausfindest, lass es mich wissen. Thank you.
erzählt alles weiter. Zeig mir deine Ware. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Ich glaube da nicht dran. Das darfst du keinem erzählen. Zeig mir deine Ware. Das weiß doch inzwischen jeder. Das ist mal wieder typisch. Wer sagt denn sowas? Ich habe was anderes gehört. Ich habe was anderes gehört. Mein Mann sieht das anders. Ich habe was anderes gehört. Mein Mann sieht das anders. Und es wird noch viel schlimmer. Er erzählt alles weiter. Das weiß doch inzwischen jeder. Das weiß doch inzwischen jeder. Er redet einfach zu viel. Mein Mann sieht das anders. Er arbeitet auch den... Da bist du ja wieder. Harad hat endlich den verdammten Auftrag für die Paladine erledigt. Das heißt, ich habe jetzt neue Waffen im Angebot. Hast du Interesse? Das ist ja schrecklich. Zeig mir deine Ware. Es ist mir eine Ehre, dass ein Vertreter unserer heiligen Kirche sich für meine Waren interessiert. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Zeig mir deine Ware. Ach, erzähl mir nicht sowas. Das ist mal wieder typisch. Wirklich? Das ist ja interessant. Schlimme Zeiten sind es. Was du nicht sagst.
Nichts zu holen. Kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Warum glaubst du nicht, dass das alles ist?